Also mein Name ist Thomas Brenner, ich bin 20 Jahre, mache eine Ausbildung zum Bürokaufmann hier beim Möbelmaler. Ich wollte schon immer im Büro tätig sein, deshalb wollte ich auf jeden Fall einen Bürokaufmann machen. Hier beim Möbelmaler habe ich die Ausbildung gemacht, weil es eine Firma aus der Region ist und ich auch früher öfter schon mit der Familie hier war zum Einkaufen. Meine Hauptaufgaben sind morgens im Druckraum die Auftragsbestätigung zu sortieren und die Aufträge. Die Auftragsbestätigungen werden in verschiedene Bereiche sortiert, zum Beispiel Schlafen oder Boutique. Auch zu meinem Aufgabenbereich gehört noch Rückfragen bearbeiten oder Bestellungen versenden. Besonders gut gefällt mir hier beim Möbelmaler, dass das sehr abwechslungsreich ist, dass man jede Abteilung mal während hineinschnuppern kann. Mein Name ist Tristan Schmid, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Hopfingen. Ich habe mich für den Beruf Bürokaufmann entschieden, da ich es sehr abwechslungsreich finde und ich finde, es passt für mich. Und den Betrieb mit Maler habe ich mich entschieden, da ich schon als kleines Kind kenne. Ich war im Kinderland früher oft, war einkaufen, also kenne ich den Betrieb. Meine Auftragsbereiche sind, ich muss in der Früh die Auftragsbestätigung sortieren, dann die im Druckerraum die Postkarten und die Briefe sortieren. Ich helfe auch in der Auftragssachbearbeitung mit, da erledige ich die Kundenrückfragen. Ich telefoniere auch mit dem Hersteller, um verschiedene ABs anzufordern, um sie so abtragen zu können. Also in meiner Verantwortung als Ausbilder sehe ich auch die Unterstützung bei den Prüfungen. In diesem Fall wäre das das zweite Lehrjahr bei der Auszubildende und da stehe ich Zwischenprüfungen an. Und da haben wir jetzt eine Lerngruppe gebildet, wo man individuell die Stärken und Schwächen herausarbeitet und wo sie sich halt gegenseitig unterstützen. Und hier auch also mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also zurzeit sind wir zwei im Einkauf tätig, das ist sehr abwechslungsreich, finden wir. Und in ein paar Monaten kommt die nächste Abteilung, bei mir ist der Wareneingang, bei Ihnen die Zentrale. Wir freuen uns drauf, weil man einfach hier viel lernt und mal sehen, was kommt. Die Ausbildung bei Möbelmaler würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen.